Wow. Ja, wir haben gerade ein bisschen Kämpfer-Probleme und da vorne sehe ich schon. Schaut euch mal so unfassbar warm. Guten Morgen! Wir sind jetzt weitergefahren und zwar haben wir den Bryce Canyon verlassen. Wir haben uns übrigens auch so ein T-Shirt vom Zion National Park gekauft und heute geht es Richtung Antelope Canyon. Da haben wir eine Tour gebucht. Ich freue mich richtig, richtig arg. Das Coole ist auch, dass meine Eltern vor 30 Jahren schon mal dort waren und auch uns davon vorgeschwärmt haben. Deswegen bin ich richtig, richtig gespannt. Und jetzt haben wir hier gerade noch wo gehalten bei so einem Aussichtspunkt. Mein Freund hat gesagt, er hat noch was rausgesucht. Und wow, sieht das schön aus. Ich zeige es euch direkt mal erstmal so. Aber da seht ihr den Colorado River. Und das ist hier so beim Glen Canyon. Es ist richtig, richtig schön. Und da hinten sieht man sogar eine Schleuse. Ich muss kurz die Kamera für euch umdrehen. Wow, sieht das nicht schön aus. Da hinten sieht man auch so eine Schleuse. Ansonsten schön. Ich habe auf jeden Fall vergessen, die letzten Tage auch zu filmen. Und manchmal vergisst man so, was man schon erzählt hat und was nicht. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was wir heute sehen werden. Und ja, ein cooler neuer Tag. Krass. Schaut euch mal diesen riesen Damm an und da fahren wir gleich mit dem Auto rüber. Das ist richtig cool, man kann hier auch noch reingehen bei dem Damm und dann ist hier quasi wie so ein kostenloses Museum dabei, was man sich damit anschauen kann. Darauf freue ich mich auch richtig arg. Ist richtig cool. Das Visitor Center. Wir sind angekommen bei unserer Tour vom Antelope Canyon. Es ist so unfassbar warm. Aber man muss natürlich auch seine Schultern bedecken. Ich habe jetzt hier schon mein Wasserchen. Und jetzt geht's. Oh. Hab zugemacht. Jetzt geht's los! An dem Tag war es unglaublich staubig, aber den Antelope Canyon kann man nur mit einem Guide besuchen. Und wir haben uns da so eine Tour gebucht und sind dann gemeinsam mit dem Guide reingegangen. Und der hat uns dann ganz viel über den Antelope Canyon erzählt, wie der entstanden ist und hat uns dann auch so ein paar Spots so gezeigt, wo man so seine Kamera hinhalten kann, um spezielle Fotos zu sehen und Gesichter zu erkennen. Und es hat uns richtig, richtig arg gefallen. Das einzig Nervige war wirklich dieser Staub und dieser Wind an dem Tag, weil ich hatte danach entzündete Augen, weil mir der Staub und der Sand so in die Augen geflogen ist. Aber es war so beeindruckend, das zu sehen, wie das entstanden ist durch das Wasser, wie das hier sich alles erschaffen hat und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wir kommen gerade aus der Tour, von der Tour zurück. Es war so beeindruckend, auch so richtig windig und stürmisch. Also entweder ist immer so die Windzeit oder mit der Flood Season. Aber es war richtig, richtig extrem windig. Wenn ihr das aber, also wenn ihr mal hier seid, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil es hat sich richtig gelohnt. Vor allem, man muss das auch mit einem Tourguide machen, falls das dann mit den Überschwemmungen losgeht, dass man rechtzeitig rauskommt und alles. Aber das alles zu sehen, ich glaube, ich muss, wenn dann ein paar Fotos einblenden, weil auf den Videos kamen, das werden dann auch nicht raus. Ich habe auch überall Sand gerade in meinen Augen und überall. Wir gehen jetzt noch kurz einkaufen. Wir waren vorhin schon bei unserem Stellplatz und haben schon eingecheckt. Aber wir brauchen noch Wasser und eine neue Sonnencreme. Und ja, man hört es mir, glaube ich, immer noch an, dass ich ein bisschen arg angeschlagen bin und der Wind hat gerade überhaupt nicht beigetragen. Aber ich freue mich jetzt, den restlichen Abend ausklingen zu lassen, zu chillen. Morgen haben wir auch nicht so wirklich was geplant, deswegen kann man mal ein bisschen länger schlafen und einfach, ja, die Zeit gerne auch weiter genießen.
Ich habe mir gerade Abendessen gemacht und habe mich gerade hingesetzt, weil wir hier gerade in unserer Luxusunterkunft WLAN haben und ich ein bisschen, also wir beide gerade chillen wollen und dann gucke ich gerade aus dem Fenster raus und sehe, wie die Sonne da gerade richtig schön drauf scheint. Den ganzen Tag hat es so heftig gestürmt und war so windig und jetzt kommt gerade zum Abschluss noch so die Sonne raus. Es tut gerade richtig gut, einfach mal gar nichts zu machen und nur rumzulegen, faulenzen. Und ja, ich will nachher noch lesen, aber ich bin gerade auch irgendwie voll müde, weil ich auch so Sand in den Augen hatte von dem Sturm und will einfach jetzt nur noch chillen. Und morgen machen wir es auch ganz, ganz gemütlich, ganz gechillt und darauf freue ich mich richtig arg. Wir haben hier auch einen Pool und einfach nichts machen. Es tut einfach richtig gut. Ich habe vorhin noch ein Eis gekauft, ein veganes. Das gibt es bei uns in Deutschland nicht, das probiere ich jetzt mit der schönen Aussicht. Mein Auge dreht auch gerade die ganze Zeit von dem Staub noch von vorhin und dem Sand. Deswegen ist das jetzt für mich ein kleiner Abendsnack noch als Nachtisch. Und dann gehe ich auch ins Bett, weil ich bin echt fertig und meine Nase macht mich gerade auch echt verrückt. Weil es wird irgendwie nicht besser. Aber Eis muss sein. Bereit? Cheers. Yum. Ist nicht das Beste. Aber ich glaube, unten kommt noch Karamell, was ich richtig mag. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr davon essen, damit ich es richtig bewerten kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr lecker. Hallo, hallo, es ist ein neuer Tag. Wir sind gerade zum Horseshoe Bend gefahren. Das ist so voll einfach schon hier mit den Parkplätzen. Und man muss dann da noch so 15 Minuten bis 20 Minuten vorlaufen. Es ist schon richtig, richtig warm. Ich glaube, es sind 32 Grad. Wir haben jetzt kurz nach 11. Ich bin sehr gespannt, wie das dort aussehen wird, weil ich will das schon seit Jahren mal sehen. Und jetzt geht auch wieder so ein Bucketlisten-Ding in Erfüllung. Und das Parking hier kostet dann $10 mit einem RV und $5 mit einem Motorcycle, aber die meisten sind wahrscheinlich mit einem RV oder mit einem Kader und da kostet das $10. Das ist einfach so voll hier. Wow. Aber es ist so unglaublich warm. Wir sind jetzt wieder im Auto. Es hat 35 Grad. Oh, da war was auf der Straße. Es ist 35 Grad im Schatten. Es ist so unfassbar warm einfach. Oh, wir haben uns vorhin noch einen Matcha geholt und einen Kaffee, weil mein Matcha-Pulver jetzt quasi leer ist und so ein kaltes Getränk tut dann gut. Und jetzt fahren wir Richtung Grand Canyon weiter. Ich bin gespannt, wie wir den Tag meistern. Es soll 39 Grad werden und es ist ja jetzt schon echt verdammt heiß. Es sieht so krass einfach aus, wie unten der Colorado River langläuft und diese ewige Weite. Also ich meine, man hat das schon in Filmen gesehen, immer so den Grand Canyon oder mal in Videos, aber das nochmal in echt zu sehen, ist ein anderes Stück. Sind wir nicht so 100% begeistert vom Grand Canyon. Also ich glaube vor allem, wenn man das am Schluss macht und schon so viel gesehen hat, ist das nicht mehr so krass beeindruckend, wenn man das vielleicht am Anfang macht. Und vielleicht gehen wir auch mit einer anderen Einstellung sonst rein. Aber es ist einfach ein riesengroßes Nichts. Und kannst du mir die Sonnenkrone mitnehmen? Und
vor allem, wenn man den Bryce Canyon davor gesehen hat und sowas, war das halt viel, viel beeindruckender. Und jetzt hier sieht man halt einfach eine Riesenweite, was natürlich schon cool ist. Aber ich glaube, man merkt einfach, dass wir langsam durch sind und nicht mehr so viel aufnehmen können und mal so ein bisschen Päuschen mal abbrauchen. Wir gehen jetzt noch kurz in dieses Visitor Center hier rein, schauen uns das nochmal an und wollen so einen Overlook anschauen. Aber es ist auch so warm. Wir haben jetzt gerade geguckt, hier ist, vorhin war es 37 Grad schon. Und in Las Vegas hat es gerade einfach auch 42 Grad und morgen, glaube ich, 38 und sowas. Und da gehen wir in 3 Tagen hin. Aber eigentlich wollten wir heute auch irgendwo wild campen. So wie es gerade aber aussieht, brauchen wir nochmal so einen richtigen Campground mit Pool und 2 Nächte vielleicht auch, dass wir nochmal so richtig runterkommen, dass man auch den Strom anschließen kann und Klimaanlage hat. Und ja, so als kleines Update. Also hier am Rimwalk sieht es jetzt schon noch mal cooler aus. Das ist auch das, was ich jetzt aus Videos kenne. Vor allem jetzt, da, ich zeig's euch. Da gehen wir noch kurz hin. Und der Aussichtspunkt sieht schon nice aus, aber ich finde es nicht mehr so krass beeindruckend im Vergleich zu anderen Sachen teilweise. Ich will hiermit aber natürlich auch nicht den Grand Canyon schlecht machen, weil ich glaube, wenn man das ganz am Anfang sieht, ist das nochmal was ganz anderes, wenn man das so beeindruckend sieht. Und ich finde, es ist auch sehr beeindruckend, aber man kann halt hier nicht so viel machen. Also natürlich kann man jetzt hier so einen Rimwalk machen oder wo runtergehen, aber wir sind einfach irgendwie durch. Und es ist schon nochmal cool, aber es ist was anderes. Und vor allem, wenn man auch durch Amerika fährt, ist es einfach diese Riesenweite. Man fährt teilweise 2 Stunden durch nichts. Ja. Sagen, hier oben finde ich es dann doch cooler, wo wir halt am Anfang waren. So, wenn man jetzt hier sieht, dass halt hier so ein Punkt ist, da vorne ist so ein Aussichtspunkt. Das finde ich, besser hier. Wir sind angekommen für die Nacht. Wir haben jetzt einfach bei Park for Night nach einem Campingplatz geschaut. Das ist so eine kostenlose App, wo man kostenlos für die Nacht parken kann. Und wir sind jetzt in der Nähe von der Route 66 in der Nebenstraße hier. Komplett für uns alleine, was richtig geil ist. Und uns war es eigentlich nur wichtig, dass wir Bäume haben, dass wir Schatten haben, weil es ja so warm ist. Und jetzt ist nämlich auch schon 5:45. Ich habe schon echt Hunger. Und ja, es ist recht cute hier. Keine Menschenseele, unser Campervan hier und da oben ist dann die Straße und jetzt haben wir unsere Campingstühle gerade rausgeholt. Und das Gute ist, hier ist sehr viel Schatten, weil hier Bäume sind. Jetzt lassen wir so den Abend ausklingen. Nice. Wir sind gerade in Vegas angekommen. Ich habe die letzten Tage jetzt nicht gefilmt. Wir haben gerade in unser Hotel eingecheckt und das ist so heftig krank. Also wirklich, das ist jetzt so ein Kontrastprogramm. Echter Luxus. Ich war noch nie in so einem heftig riesigen Hotel und ich muss euch eine kurze Roomtour geben, eine ganz schnelle, aber ich bin ein bisschen sprachlos, wie krass es einfach ist. Man kommt hier rein und dann hier das Bett. Das sieht so riesig aus. Und dann da hinten, ne? Ist der Flughafen einfach. Und jetzt guckt euch die Aussicht an. Ein Pool, zweiter Pool, dritter Pool, vierter Pool, fünfter Pool, sechster Pool. Ich weiß jetzt nicht, ob alles dazu gehört. Also einfach heftig und es ist einfach riesig. Krass. Mein Freund ist mit mir aufs Strut hochgegangen und will jetzt hier einen Freefall Tower machen.
Ich habe so Schiss. Ich habe so Schiss. Was ist die Aussicht? Es ist so hoch, es ist höher als der Eiffelturm. I don't know. Guckt euch das mal an. Da hoch will er. Und das ist die Aussicht. Man kann sogar da so ein Freefall runter machen. Never in my life. I don't know. Es war so krass. Wir haben als erstes den Big Shot gemacht und wir waren die allerersten, die das nämlich gemacht haben. Es ist so laut hier. Und vor allem, man hat nicht gesehen, was mit einem passiert. Und das war so, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir waren zu zweit nur und wir durften nicht nebeneinander sitzen, wir mussten auf die gegenüberliegenden Seiten gehen. Und dadurch, dass man nicht wusste, was passiert, ich war kurz vor der Panikattacke gefühlt, weil es ging auf einmal so krass nach oben. Ich habe danach so gezittert, ich habe angefangen zu heulen, weil ich einfach so überfordert war. Ich war so froh, dass wir wieder auf dem Boden waren. Und mein Freund hatte 4 Tickets, das heißt, wir hatten noch 2 Fahrten für was anderes. Und ich war erst so, ich fahre auf gar keinen Fall nochmal was. Und dann sind wir da hingelaufen, habe ich mir angeguckt und das sah, fand ich auch richtig schlimm aus, ich zeige euch gleich ein Video. Aber das sind wir dann letztendlich nochmal gefahren dann und das ging tatsächlich, also vor allem, weil man halt wusste, was passiert und weil man vorbereitet war, aber ja, ich bin ein bisschen schockiert, ich bin richtig froh, dass ich jetzt wieder hier auf dem normalen Boden bin. Da oben war es. Krass, jetzt heißt es nur noch auf dem Boden sein.